Tapetenwechsel. Die Sendung für Wohnsinnige. Preisenberg ist ein Ortsteil von Kumhausen und hier sollen heute die Tapeten gewechselt werden. Traumhaft schöne Landschaft, Felder, wohin man schaut und mittendrin dieses schicke, relativ neue Haus. Und trotzdem haben uns die Besitzer Barbara und Peter Müller gerufen. Freunde sollen zusammen mit einem Designer innerhalb von 2 Tagen einen Raum bei ihnen neu gestalten. 3000 Mark stehen ihnen dazu zur Verfügung. Und jetzt möchte ich nur noch wissen, um welchen Raum handelt es sich denn? Hi. Hallo, grüß dich. Barbara. Ich bin Barbara. Servus, hallo. Hallo. Peter. Hallo Peter, wo müssen wir hin? Rein erst einmal. Und nach oben? Ja, genau. Okay. So. Mhm. So. Unterm Dach, ganz das oben. Ist das Zimmer. Aha. Was spielt sich hier bis jetzt ab? Normal Gästezimmer, ja. Arbeitszimmer, sofern hier gearbeitet wird. Was wird denn hier gearbeitet? Nicht viel. Sollen denn die Funktionen nachher auch noch beibehalten werden? Ja? Also soll jemand schlafen können hier herum, soll ein bisschen gearbeitet werden? Hier wäre vielleicht die Idee, eine Liegewiese einzubauen oder ein Bett hier, einzubauen. Hier, hier in dem toten Winkel sozusagen. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja? Also Hauptsache die Couch fliegt raus. Die das da? Ist das die Da kann man keine 2 Minuten drauf sitzen, dann sitzt man am Boden, weil das Ding auseinanderfällt. Ja. Die Möbel sind im Endeffekt auch Schrott. Ja, die habe ich seit 25 Jahren. Ja, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ja. Hier in Geisenhausen wohnen Katrin und Michael Nirschl. Das sind die beiden anderen Kandidaten. Seit einem halben Jahr gibt es Jakob, den Stammhalter. Und deshalb wollen sie den Arbeits- und Kinderbereich neu gestalten. Jetzt müssen sie nur noch da sein. Hallo? Hallo. Hi, Katrin. Grüß dich. Hallo. Servus. Grüß dich. Michael, wo müssen wir hin? Wo Hoch. Ist Arbeits- und Kinderbereich? Oben. Oben. Komm Dann mit. Folge ich euch unauffällig. Also, das hier ist Hallo. Das Zimmer. Reinspaziert. Einmal Kinderzimmer und Arbeitszimmer. Ja. Und wir haben jetzt im Kinderzimmer, also Holzdecke und Boden sollte bleiben. Das gefällt uns ganz gut so. Das ist ganz toll. Das Bett sollte auch so bleiben, Aha. aber ja, das ist dann eigentlich schon alles. Ansonsten ist halt ein bisschen leer hier drin. Auf jeden Fall, das der ist, Bereich soll nach wie vor auch Jakobs Bereich bleiben, Das sollte für Jakob oder? Kinderzimmer bleiben, mhm. genau. Und dass man vielleicht irgendwie eine Spielecke hinmacht, wo er sich ja. ein bisschen austoben kann oder ja. irgendwas Buntes an die Wand, was ja. Fröhliches. Und Auf der anderen Farben Seite soll gearbeitet werden. Da brauche ich Platz, ja. damit ich Ordner ausbreiten kann ja. und am Computer ja. was machen kann. Ja. Das ist im Moment noch ein bisschen eng da hinten. Mhm. Okay. Also Arbeitsfläche. Ich glaube, keine nicht ganz leichte Aufgabe hier heroben, das zu lösen. Mhm. Wie es werden wird, können wir jetzt noch nicht sagen, aber es dauert ja nicht lang, denn morgen Abend wisst du Bescheid. So, hier am Ortsausgang von Preisenberg trennen sich eure Wege zumindest für 2 Tage. Ganz wichtig noch, damit ihr auch rein könnt in die unterschiedlichen Häuser. Blauer Schlüssel nach Rot, viel Vergnügen. Danke. Roter Tschüss. Schlüssel nach Ciao. Blau. Ciao. Fahrt vorsichtig. Ja, ihr seid ja fast schon da. Tja, morgen Abend werden wir wissen, ob sie immer noch so lachen, die beiden Paare. Und wie komme ich jetzt weg? Nee, das war mit, dass wir schnell da sind. Improvisieren ist bei Tapetenwechsel das A und O. Das müssen auch unsere Designer können. Katja Thieme soll Arbeits- und Kinderzimmer in einem Raum unterbringen, damit Katrin beim Studieren Sohn Jakob im Auge hat. Fürs Dachzimmer der Hobbytaucher Barbara und Peter bringt Alessandro Braccio Ideen mit. Prima, danke fürs Bringen. Servus. Ups, das bringt hoffentlich Glück, Sandro. Harmonstraße, aha. Hier muss es sein. Klasse. Ja. So, Katja, da wären wir. Aha. Das ist jetzt das Kinderzimmer und das Arbeitszimmer. Und Arbeitszimmer, ja. Gemisch. Super. Steht halt Toller alles jetzt ein bisschen so planlos rum. Ich finde es nicht so gut, dass das Bett hier an der Wand steht. Mhm. Weißt, das nimmt wahnsinnig viel Platz weg. Der Platz hier wäre schön, wenn man es hier ja. so herstellt, ist vielleicht irgendwie besser. Also ich glaube, von der Positionierung sind wir da total frei, was wir, mhm. was wir wie stellen. Ja, Wände, Böden, alles okay, gell? Decke, super. Schauen wir mal darüber in das. Und das muss halt hier gefasst werden, gell? Also, da das von ist jedem ja jetzt einfach irgendwie zusammengestellt. Das sind irgendwelche Möbel da, die man halt verwenden will. Von jedem Dorf ein Hund. Ja, aber viel können wir nicht machen mit der Decke. Die sollte eigentlich so bleiben. Ja. Da, also mit Streichen. Hallo. Ja, hallo. Ich bin grüß die Katrin. Grüß dich. Sandro. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Hallo.
So. Was? Ja, volle Erwartung. Ja, klar, deine Ideen. Was stellt ihr euch vor? Was soll in dem Raum noch passieren? Ja, ganz wichtig, Gästebett. Aha. Haben Sie gesagt, brauchen Sie unbedingt. Bis jetzt da schaust du ganz bewusst jetzt ganz gezielt in die Koje rein. Ja, weil die haben hier eine Couch. Das war mal Gästecouch, die ist nicht besonders bequem. Und verstehe. Das Eck, das wäre eigentlich also dafür. Diese Couch, die würde ich mal rausschmeißen. Weil die kommt weg. Also bietet sich gut an. Ja. Finde ich, ist eine gute Idee. Sollte man auch so machen, auch nützen, räumlich nützen. Weil was willst du sonst noch das heißt, mit dem Eck? Der Raum ist hier frei und da kann hier richtig was passieren. Ja. Okay, die Brüstung, die bleibt hier im Raum. Mhm. Dann kommt hier im Anschluss gleich der Schreibtisch. Der kommt also in den Raum rein, oder? Exakt, genau. Verschneidet darüber. Und hier? Hier kommen Container. Was machen wir mit? Das sind die bestehenden die Container. Die willst du drin lassen, oder? Die Container. Die will ich drin lassen, aber nicht mehr natürlich wie vorher, sondern flach am Boden, dass sie sozusagen hinter der Brüstung verschwinden, aber neutral lassen. Also die würde ich lackieren. Gut gelaunt, mit einem Auto voller Werkzeug. Hier kommt Bastelwastel, der Mann fürs Grobe. Hi. Andere Seite. Grüß euch. Ja, hi. Ja, passt. Grüß dich. Grüß dich. Nami. Katrin. Katrin, servus. Muss ich aufstehen oder darf ich bleiben? Mir bleibt es. Grüß dich, bin ich. Servus. Das ist mir auch ganz genehm, wenn ich die Designer vor ihm knien. Bravo. Bravo. Das ist deine Lieblingsoptik. Kommt gut. Ich knie mir auch gleich hin. Ja. Du, was ist mit dem Zimmer? Das ist eigentlich ganz witzig, gell? Ja. Rundes Dach. Und Streicher haben wir nicht. Nein. Warum? Bist du überrascht? Ja, schon ein bisschen. Nein. Wieso haben wir nicht Streicher? Weil das eigentlich immer unser erstes Jahr war. Das ist kein Knallrot. Ja, Decke ist tabu. Alessandro, was ist los mit dir? Ja. Tja, auch Sandro hat mal eine ruhige Phase. Quietsch Orange übernimmt diesmal Katja. Wenn man putzt hätte, dann hätten wir da nicht so viel Arbeit. Das muss ich sagen. Das ist die Löcher wäre nur schlecht. Ja, um Gottes Willen. Was lacht jetzt wieder? Mei, was machst denn du da? Weißt du? Was? Der Wolfgang schmiert da wieder hin. Du, Katja, jetzt geh so recht, halt dir mal ein bisschen zurück. Okay. Denn weißt du, was ich dir sage? Das liegt an deiner etwas schlechten Farbe. Ja? Meine Farbe, die ist wunderherrlich. Ich würde jetzt gerne, ich glaube, das wird auch gern gut auf deinem schwarzen T-Shirt jetzt passen. Aber ich halte mich blau, du bist noch ja zurück. Du bist ja farbenblind. Ich halte mich noch zurück. Die Farbe ist ganz schlecht zu streichen. Jetzt kommst du hier rein und machst hier einen auf Ablachen. Und irgendwie ich bin entsetzt. Die Pinsel, Ablach, du nicht mit dem Pinsel da so rumwischeln. Das ist ja grauenhaft. Da. Schau mal her, wie das aussieht. Das ist ganz leicht, das ist dass du uns da... Da sind weiße Löcher drin dann. Am besten, ihr lasst alle den Pinsel sausen. Echt, okay. Nichts dagegen. Okay. Die haben ja überhaupt keine Ahnung vom Streichen. Die haben auf geht's. Servus. Wir lassen Anweisung von jetzt stehe ich da mit der Wand. Kreisliches. Warum sind jetzt die alle stiften gegangen? Feiglinge! Feiglinge! Michi, du bohrst, leg los. Aber gell, wenn du in den Boden versenkst, bist du selber schuld. Ich halt die Hand drauf. Was machst du jetzt? Kleinigkeit, die Brüstung zusammenschrauben. Aber Achtung! Ja. Die Löcher sind ja eigentlich zu klar, gell? Michi, diese Löcher sind für diese Schrauben zu klein. Alter Schreinertrick, wenn ihr 4x40er Specs habt, also 4 ist ja praktisch der Durchmesser von der Schraube, 40 die Länge, dann muss ich ein größeres Loch reinbohren. Also ich kann dann, muss das Loch mindestens 4,5 mm sein in dem Brett, das ich bohre, und dass das zweite Brettel dahinter gescheit hinzieht. Und der zweite Fehler ist natürlich der, 40er Specs, 40 mm Länge für so ein 19 mm Brett ist eigentlich zu kurz. Man rechnet immer dreimal die Materialstärken, ergibt die Schraubenlänge. Also 3 mal 19, da bin ich ungefähr bei 6 cm. Das brauche ich 60er Specs, sagt man in Fachkreisen. Mit einer solchen Rolle, die es in verschiedenen Mustern gibt, die man sich im Farbengeschäft ausleihen kann, kann man sich ganz ohne Tapete, Tapetenkleister eine Tapete auf die Wand zaubern. Klasse Idee von Katja und ein geniales Werkzeug. Die kleine Gummirolle transportiert die Farbe aus dem Tank auf die Musterrolle und die drückt die Farbe gegen die Wand. Natürlich, der Bastelwastel hält sich an das schwache Geschlecht, nicht an das schwache Geschlecht. Der hält sich so am Schrank fest. Die schraubt nämlich wieder Weltmeister. Das sind doch bestehende Teile, oder, die da sind. Ja. Und die legt sie auseinander. Die zersägen wir jetzt. Recycling heißt das. Genau. Und um sie leichter dann wegtransportieren zu können, oder werden die wiederverwendet? Die braucht die man dann. Die schneiden wir gerne. Und dann? Und dann schraubt er sie in die Wand rein irgendwie. Was weiß ich, da die ganzen hat er schon Sachen was. Hier, oder was? Alles. Komisch.
Also bestehende Teile werden neu verwendet, oder wie? Genau. Ja. Werden die gestrichen, oder was? Abgeschliffen, gestrichen und kommen dann hinten in die Nische hinter das Bett rein. Top-Team. Oh, jetzt wird's also, laut. Mein Gott, der Sandro. Hey, hey, hey. Hilfe. Sandro liegt immer schön. Also mir ist das etwas zu laut. Ah ja, aber auch bei den Blauen brummen die Akkuschrauber. Vier große Regale müssen Barbara und Peter zusammenbauen, dazu etliche Schubladen. Mal sehen, wer schneller ist, Basti oder die Kandidaten. So, fertig, gewonnen. Ja, sie hat gewonnen, verstehst du? Ich mache die ganze Arbeit. Und sie hat dann gewonnen. Das schätze ich einmal typisch, oder? Kennst du eine, kennst du alle. Also wenn es Fragen habt, sie helfen mal. Ja. Kennst du eine, kennst du alle. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ja, gut, dass du das gesagt hast. Wie lange seid ihr schon verheiratet? Nein, das ist wie lange seid ihr verheiratet? Ich weiß, dass ich immer so meinen Ring. Aber nicht mehr lang, schätze ich. Sandro, Stichwort Bett. Irgendwie können wir da irgendwas machen. Du bringst mich total in Verlegenheit. Nein, ich verstehst du, das ist ja nur... Ich muss ein bisschen schauen, dass das ja eine Form annimmt. Ich doch auch. Was ist mit dem Bett? Bett, ich habe mich vermessen. Das ist mir noch nie passiert, echt. Peinlich. Tja, ich wollte es ja nicht sagen. Ja. Er hat sich vermessen, Sandra. Und jetzt? Das ist wieder ein Stückel und deswegen müssen wir jetzt auch noch warten, weil das muss auch gestrichen werden. Jetzt müssen wir es montieren. Es läuft alles. Ich habe selber im Moment noch nicht in Ordnung. Okay. Nimm die Kiste, geh mit dem Michael und der Katrin irgendwo hin. Nur, für Sie zu Hause, Sie merken, es wird spannend. Es ist Nachmittag am ersten Tag, kein Bett da, weil Sandro vermessen. Keine Farbe da, wir können nicht streichen. Jetzt hat er irgendeine Alibi-Funktion mit irgendwelchen Regalen zusammenbauen. Also, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Auch Katja arbeitet diesmal etwas unkonventionell. Wohlgemerkt, nehmen Sie unbedingt einen Essteller. Ja. Ein Essteller gibt das Maß für die Rundungen der neuen Schreibtischplatte. Auf jeden Fall, wenn Bastelwastel da ist, bewegt sich was. Zuschnitt mit der Stichsäge, Rundungen schleifen und dann die scharfen Kanten mit der Oberfräse abrunden. Aber, ups, auch ein Meister verfräst sich mal. So sorry. Ja, mein Gott, du. Das kann schon mal passieren. Okay, jetzt fangen wir endlich mal an, dass sich hier was rührt. Mit was? Regale aufhängen. Erstmal die auspacken, alles auspacken. Bohrmaschine jawohl, herrichten. Jawohl. Sind es vier gleiche, oder was? Das sind, ja, die kommen da an die fünf Wand. Gleiche. Fünf gleiche. Toll. Die kommen dahin, das wird das Bücherregal. Die kommen müssen hier rein. Löcher bohren. Ja. Alessandro, wo sind die Dübel? Die haben noch keine Dübel. Was? Aber hier muss doch irgendwas sein. Machen wir nochmal eine Kiste Mensch, auf. Es pressiert. Kaufen Sie zusätzlich die Schrauben, die zum Material und der Beschaffenheit Ihrer Wand passen. Ist nicht wahr. Doch, steht hier. Ja, genau. Sogar auf Deutsch. Warum schreiben die sowas nicht außen hin? Es gibt keine Ausreden. Warum schreiben die sowas nicht außen hin? So, mit dieser letzten Schraube haben wir unser Tagespensum erreicht. Ich finde, bis jetzt klingen wir ganz gut im Rennen. Und für morgen Abend bin ich eigentlich guten Mutes. Können wir schon hin. Ja, mal sehen. Zum ersten Mal in Preisenberg übernachtet, oder? Ja. Und? Super war's. Wie ging's euch? Doch, gute Nacht. Seid ihr ausgeschlafen, oder ja, was? Ja, gut geschlafen. Ist auch gut wichtig. Und lang, ja. Denn es steht ja einiges bevor. Sandro ist schon längst wach. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Alessandro. Was ist das? Ich kämpfe hier ganz verbissen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was machst du? Wie sieht's denn aus für dich? Wie sieht's denn aus? Sag mal, du baust die Liege jetzt hier zusammen, oder was? Ist die für deine Mittagsruhe oder ist die für die nimmst du aber wieder mit, das oder? Ist die Designerliege. Kannst nicht fassen. Ja, wir machen auch hier ein Reisezimmer, ein Aquazimmer. Ist doch ganz klar. Um Gottes Willen. Diese Tatze habe ich schon mal vorab aus Hartschaum ausgeschnitten. Prinzip Kartoffeldruck, kennt ja jeder, kein Problem. Und diese Tatze lassen wir jetzt die Leibung rauflaufen. Bisschen mit Farbe anschmieren. Gut anpressen. Patsch. Oh, schon läuft's. Zu Hilfe. Ja. Ja, jetzt, wo kommt er her? Wo geht er hin? Freut dir das? Witzig. Bloß wie kommt der Tiger da an die Wand? Das ist völlig wurscht, den kannst du nicht mehr fragen, der läuft nicht mehr aus dem Fenster raus. Also, ist der schon fort?
Noch nicht, aber gleich. Gut, da noch eins, dann kannst du das nächste Brettel schon einschauen. Die Unterkonstruktion fürs Maßbett. Dafür braucht man, die Idee, 800 Mal für Holz und Matratze und Bastel, damit es schnell geht. Wir bauen uns ein Bett in 10 Minuten. Naja, es zeigt ja ganz gut. Okay, jetzt brauchen wir ein paar so Querbrettel dazwischen. Ne? Die müssen wir jetzt allerdings noch schnell. So leid es mir tut, aber da kommen wir jetzt nicht drum rum. Machen wir da einen sauberen Strich und bitte einmal schneiden. So, jetzt packen wir das Blattl und lupfen das einmal da drauf. Schmeißt das einfach einmal vorne hier, obwohl. Really. Okay, da stehen wir bündig an. So. Jetzt müsstest du das gleich ein bisschen ausrichten, sei so gut. Ja. Und zwar, der Meterstab ist da schon her. Das vielleicht so ungefähr in die Mitte machen. Genau. Das wird ja traumhaft. Drüben kannst du es dann auch schon mal abschrauben. Ja. Weil da ist sowieso wurscht, das liegt ja voll auf. Das ist ja wunderbar. Dann hole ich mal gleich die zweite und die schmeißen wir gleich nicht. Der Lehrling schraubt, der Meister schraubt. Schließlich ist Tapetenwechsel Teamarbeit. Sandro, jetzt geh weiter, jetzt spiel dich da unten nicht rum. Wir brauchen jetzt unbedingt die zwei Kästen hinterm Bett. Das Bett ist fertig. Ja, Mensch. Schnapp dir so ein Teil und komm sofort drauf. Gut, bin schon unterwegs. Machst du hier weiter, oder? Ja. Rumwickeln und ich bin weg. So finde ich es klasse. Jetzt haben wir fast im Prinzip zwei zusätzliche Container schon. Ja? Oder ja. Ablagen nochmal, wenn wir es jetzt so diagonal machen. Wieso zusätzlich? Ablagen haben wir immer zwei, egal wie man es. Na, wenn du es versetzt hast, hast du hier nochmal Stauraum und da unten nochmal Stauraum. Und wir haben das Problem mit der Steckdose nicht. Und optisch finde ich es noch dazu schön. Wie findest du es? Mir bleibt die Spucke weg. Schon, gell? Bei diesen Argumenten müssen wir es ja fast so machen. Genau. Millimeterarbeit bei den Blauen, man darf sich nur nicht verrechnen. Das ist nur die Verbindung zu den Seitenteilen, damit die nicht auseinander. Seid ihr dann zeitmäßig auf der. Auf der höheren Zeit. Auf der guten Zeit wäre, gell? Wir wissen also nicht, was uns noch alles erwartet, was? Größeren Bedenken, außer es käme jetzt noch einmal. Ich meine, nachdem der vierte Tischfuß ja auch schon wieder gefunden ist. Genau, ja nicht mehr viel. Es gibt noch genug zu tun. Barbara bezieht den alten Schreibtischstuhl neu und Peter und ich montieren schön langsam die Schreibtischplatte. Es ist früher Nachmittag. Was ist das? Und jetzt müssen wir ihn allerdings schieben, sodass die Plättchen da unten drin sind. Ich hab's da. Einfach von unten rein, genau. Da geht schon rein. So. Bündig. Genau. Ja. Und jetzt wird er praktisch nur hier. Was sitzt, wackelt in der Luft, dann machen wir jetzt auf der anderen Seite noch ein paar Schramme und dann ist der Käse gegessen. Wir müssen jetzt hier die mal unten einlegen. Hier. Am besten hier gleich hier rein. So, mal lose drauflegen. Das wird jetzt wahrscheinlich noch nicht funktionieren, weil das so sperrig ist. Aber das würde dann zum Schluss sozusagen hier drin sitzen. Mhm. Und dann würde hier die Folie hochgezogen werden. Ne? Das wird ist hier. Ja. Oder wird? Der wird. Ein Problem: die Dachschräge. Sandro überträgt den Winkel auf die PU-Folie, schätzt kurz die Deckenrundung ab und zeichnet dann an. Hier wird die Folie geschnitten. Etwas Überstand muss man einrechnen, damit genug Folie übrig bleibt. Der Überstand wird mit der Stahlschiene an der Decke festgeschraubt. Tolle Optik, aber so wie ich den Sandro kenne, hat er noch mehr damit vor. Ist schon gespannt, soweit. Katja, komm. Warum dauert das so lange bei dir? Warum zirkt sich das so? Das bisschen Wuschi-Wuschi-Vorhang da. Halt die Klappe. Schnee. Wir sind schon langsam in Eile. Schon langsam läuft uns die Zeit davon, oder? Jetzt. Wenn du nicht so viel schnabeln würdest, wären wir längst fertig. Das heißt, du schnabeln. Das ist nicht klar. Zuerst hörst du Schnee an Saum. Okay, nein. Bügel den Saum. Nein, waren wir ja noch gar nicht. Wir bügeln den Saum. Dann hätten wir nochmal Bügel, dann hätten wir nochmal Bügel. Dann heißt der Bäume, schalt das Bügeleisen auf und geh aufs Sofa. Du, wir sind ja keine Hans Wurst. Der Meterstab ist direkt vor der Tür. Ja, wir bauen uns jetzt eine zweite Folie, wie die hinter mir. Und zwar mit doppelseitigem Klebeband an
der Kante fixiert. Du kannst mir das mal kurz hier andrücken. Mhm. Genau. Also ich hole es jetzt ab. Gut, okay. Ran. Mhm. Fingernagel, Rücken, schnell. Du kriegst jetzt eine Falte rein. Du kriegst eine Falte rein. Wo? Das sieht nur so aus. Praktisch. Ja. Mit dem Fingernagel, Rücken. Kannst du weggeben. So ein bisschen andrücken. Die Stange unten, die als Beschwerung dient, wird jetzt einfach nur sozusagen mit eingeklebt, eingewickelt und fällt dann runter. Nee, ich muss in der Mitte anfangen, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kommen wir nicht richtig hin. Stimmt so ungefähr, hast du den, wie viel hast du? Gut, okay. Nein, ich weiß noch, das ist, da ist noch eine Falte. Nach demselben Prinzip befestigen die Tüftler die Folie am Stahlseil, drüber falzen und ganz sauber auf den doppelseitigen Tesafilm andrücken und vor allem immer von der Mitte aus arbeiten, damit es keine Wellen gibt. Mal, ich komme da auch besser hin. So. Ja, die kann man sich sozusagen im Raum verziehen, hinschieben, wie man lustig ist. Sieht gut aus. So, das war fertig. Der Raumteiler ist erledigt. Die zwei Schrauben im Boden werden uns der Peter hoffentlich verzeihen. Und so schaut es fertig aus. So, endlich fertig. Ist da noch hin? Endlich fertig. Wahnsinn. Du, ganz schönes Wahn. Es war super mit Ihnen, ganz super. Echt. Hat voll Spaß. Großes Lob. Gut hingekriegt. Kommen! Ja, so ist er, der Sandro. Eben hat er zwei Diaprojektoren ins Zimmer geschleppt und jetzt sind wir gespannt. Was hat sich jetzt hier getan? Oh, wow. Ein kurzes, kräftiges Wow. Hey, halt mal, wir stehen da in der Wir stehen im Projektor. Moment mal. Das ist Moment. Was ist das? Ein bisschen schwach, leider. Ja, die Lampe fliegt. Müssen wir vielleicht die Lampen ausmachen? Eine Komplettrenovierung im Dachzimmer von Barbara und Peter. Alles in Weiß gehalten und dazu ein Schuss Blau. Das ergibt die kühle, sachliche, zurückhaltende Atmosphäre. Und das Bett in der Nische, ein Traum. Wer Sandro kennt, denkt an Farben, grell, bunt, schräg, schrill, bisschen ausgefallen. Trifft alles hier nicht so. Warum nicht? Ich habe es einfach mal aus Gefühl geschätzt, dass ihm das unwahrscheinlich behagt. Ja. Ich wollte außerdem noch einen Raum zulassen, der ein bisschen Luft hat, der eh schon durch seine Raumhöhe und durch diese Nischen dann noch eben offener sein kann. Ja, und einfach ganz sachlich. Okay, Bett da hinten, wunderbar eingebaut. Was mir natürlich auffällt, sind diese Folien, auf die Dias projiziert werden. Was kostet sowas? Die Folien, also es sind jetzt, du meinst alle Folien zusammen? Alle Folien zusammen 180 Mark. Aha. Das ist günstig. Dia-Projektoren mit dazu? Ja, klasse. Ja? Da kostet der Dia-Projektor einer 170, also zusammen 340. Finde ich ganz super. Ja. Ja. Also erster Eindruck, oh, das wollte ich mir zeigen. Ja. Total cool. Hey. Blubbert und Schuh. Ja, das ist eine witzige Idee. Aha. Einfaches Wasser drin, oder? Richtig? Kann nichts passieren, nichts auslaufen, wie bei irgendwie Silikon oder sonst was. Ja. Den habe ich geschenkt bekommen aus Deko und fand ich auch total klasse. Dachte ich mir, Mensch, nehme ich mit, das gibt so ein bisschen die Optik. Und mit buntem Wasser gefärbt, dachte ich mir, ist noch so ein Effekt. Hier trifft zu, dieses Zimmer ist echt cool. Eins und eins ist zwei und noch eins dazu ist es drei. Ja, Wahnsinn! Du legst es. Ja, Wahnsinn! Das haben sie aber nicht schlecht gemacht. Also das. Bist du gelähmt? Hä? Bist du gelähmt? Hä? Oder was?
Ja. Meine guten Foxen weiß gestrichen. Ich bin ja die guten Foxen weiß gestrichen. Da muss man auch noch abgeschlossen. Ja. Lecker Mikrofon. Wahnsinn. Einmal mal sagen. Peter? Klasse. Hä? Klasse. Setz dich mal her, der Barbara. Wer arbeitet hier in Zukunft da herum? Ich, weil so ein Tisch wollte ich schon. Wo, wen? Was ist das? Ja, du kannst ja nicht. Das ist, das ist ein Dekotisch. Was soll ich meine Dekomaterialien in Zukunft? Da kommt, weiß ich noch nicht, aber da tue ich was rein. Super. Ehrlich? In Zukunft mache ich keine Papierbilder mehr. Also muss ich jetzt neidlos sagen? Peter? Hat er gut hingekriegt. Ja. Vollgestellt und schmucklos. So hat's in Katrins Arbeitszimmer vor 2 Tagen ausgesehen. Barbara, Peter und Katja haben sich wirklich viel Mühe gemacht. Frische Farben und lustiges Dekor machen den Kinderbereich so richtig heimelig. Funktionale Möbel auf der anderen Seite geben dem Raum eine klare Gliederung. Da weiß jetzt auch Klein Jakob, wo nur seine Mama arbeiten darf und wo er hingehört. Jetzt gibt es ja keine direkte Abtrennung mehr, wie es vorher einmal war. Aber du glaubst, es funktioniert trotzdem, oder? Es war vorher auch offen. Ja. Aber ich denke mir, weißt, also ein Kind muss ja auch mal was rausreißen können, oder? Ja. Das ist ja sehr schrecklich. Stell dir mal vor, es steht da vor irgendeinem Käfig und kann da nicht rein. Und da, das kann man nicht machen. Ja, hast du dir jetzt irgendwie Anregungen bei anderen Kinderzimmern geholt? Oder wie kommt man auf solche Bärentapser zum Beispiel? Oder sowas? Die gefallen mir selber gut. Die gefallen mir einfach selber gut. Ja. Wir werden jetzt nicht direkt mitkriegen, was der Jakob dazu sagt. 6 Monate ist er. Wird noch ein bisschen dauern, bis er das Ganze zu schätzen weiß, was du gemacht hast. Aber wir werden gleich wissen, was die Eltern dazu sagen. Ja? Und das ist ja das Ausschlaggebende. Eins, zwei und eins ist 3. Ich trau mich nicht. Komm! Was ist das? So. Ja, Wahnsinn. Ja, spinne ich. Unvorstellbar. Heul. Was? Heul, der Wahnsinn. Was? So. Mann, ist das toll. Kasper. Das kann ja nicht. Das gibt's ja nicht. Yes. Juhu! Jawohl, das wollte ich doch hören. Das war nicht Bastel, Bastel. Jubel, Trubel, Vorsicht auf dem Shampoo. Und so fleißig haben sie gearbeitet. Auf dem Bastelwassel, der natürlich wie immer als helfende Hand eingegriffen hat. Den kriegst jetzt du passend zu deinem Hemd. Ja, das passt zu mir. Extra für diesen wunderbaren Auftritt wieder einmal ein Tapetenwechsel, der ganz großen Spaß gemacht hat. Ich hoffe, wir alle hoffen, Ihnen zu Hause auch. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf jeden Fall. Dann schauen Sie wieder zu. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Prost.